Hallo und willkommen zurück bei Harvest Moon. Ach nein, Quatsch. Bei Pesti Unplugged. Unplugged. Unplugged Reloaded. Unplugged Remastered. Unplugged im November. Tja, heute ist der 17. November. Glenwan hat mich eben unglaublich lange über Skype aufgehalten wegen irgendeinem Käse, den ich schon wieder vergessen habe. Ja, deshalb hatte ich keine Zeit weiter mit dir zu reden. Ich muss Pesti Unplugged aufnehmen. Harvest Moon direkt auf Glenwans Geheiß, der mich fast jeden Tag angeschrieben hat, wann endlich wieder Harvest Moon kommt. Und jetzt kommt endlich wieder Harvest Moon und ich kann hier frische Penisse sammeln. Ernten, wollte ich sagen. Ja, ich hab's endlich gesagt, der vorpubertäre Witz ist jetzt raus und wir ernten frische, grüne Penisse. Es ist doch schön, mal wieder in den Geist eines 12-Jährigen vorzudringen. Verdammt, jetzt weiß ich nicht, ob heute ein Feiertag ist, blöder Mist. Moment, wir schmeißen mal die Gurke rein und gucken erstmal auf den Plan. Das letzte Mal ist ziemlich lange her. Ich bin der Meinung, beim letzten Mal war dieses dämliche Pferderennen. Genau, das Pferderennen. Wo ich über Pferdeburger und Pferdewurst und Pferdesalami und Pferdecurrywurst geredet habe, glaube ich. Wo wir wieder bei der Diskussion wären, wodurch eine Currywurst zur Currywurst wird und wir gleich wieder viele Leute anschnauzen werden, hey, eure Berliner Currywurst ist keine richtige Currywurst. Und ich kann bei dieser Diskussion leider gar nicht mitreden, weil ich sowas von gar keine Ahnung davon habe, was ihr überhaupt meint und ich keinen Unterschied kenne. Kommt es nur darauf an, ob eine Pelle drum ist oder nicht? Da habe ich vergessen zu gießen. Könnt ihr mal sehen, der Penis da hinten ist noch nicht gewachsen. Der wird erst morgen wachsen, den habe ich anscheinend vergessen zu gießen. Es tut mir leid, ich weiß, du bist nicht gerne trocken. Ich muss jetzt aufhören, sofort. Das ist ja hier schon Tech Bros Niveau. Darauf will ich mich gar nicht hinabbegeben. Aber es ist schon zu spät. Moment, wollte der Bürgermeister nicht drei Gurken haben? Na Mist, jetzt habe ich nur noch zwei. Moment, wann ist das Kochfest? Jetzt bin ich mal gespannt. Ist das Kochfest irgendwann in absehbarer Zeit? Hey, jetzt lad schon. Scheiße. Das Kochfest. Scheiße. Mist. Der wollte doch drei Gurken. Und es fällt mir gerade ein, wo ich nur noch zwei habe. Das ist nicht cool, Mann. Man verschwindet doch mal, ihr dummen Vögel. Das ist nicht cool, dass mir das einfällt, wenn ich drei Gurken... Scheiße, Mann. Am Tag vor dem Fest... Ach nein, die letzte wächst ja noch. Oh, scheiße, habe ich Glück. Okay, Moment. Wir werden diese Gurken da noch dran lassen und den Rest gießen. So, ich habe so ein Glück, dass ich diese eine Gurke nicht gegossen habe. Die wird wachsen. Eigentlich bis morgen. Ich habe wirklich verflucht viel Glück. Das war jetzt ein sehr glücklicher Glücksstreich. Ich bin ein glücklicher Glückspilz. Das war... Ist das aus SpongeBob? Ich versuche gerade zu überlegen, wo das herkommt. Ja, natürlich, das ist, als sich SpongeBob den Po gebrochen hat. Wir haben ihren Po zusammengepflegt. Und uns ist sogar der Kleber... Nee, uns sind sogar die Nadeln für den Tacker ausgegangen. Da hilft nur noch Klebstoff. Ja, sie sind ein glücklicher Glückspilz. Ich weiß nicht, warum die immer so eine Pausen machen. Das ist ganz merkwürdig. Ich denke mal, SpongeBob ist wie das meiste andere auch auf der Welt so aus den englischen Gefilden, ne? Also ich sag jetzt einfach mal ganz böse, 90% des Entertainments auf der Welt kommt aus Amerika. Ist natürlich nicht wahr. Ich kenne auch viele Filme, die nicht aus Amerika kommen, die ich auch sehr zu schätzen weiß. Vor allem kleine italienische, spanische und französische Meisterwerke des Horrorgenres. Aber wem erzähle ich das? Ihr wisst das bestimmt alle. Vielleicht nicht, wer weiß. Wo war ich denn jetzt? Ah ja, SpongeBob. SpongeBob ist, glaube ich, was Amerikanisches oder was Englisches, sage ich jetzt einfach mal. Wenn ich sage, es ist was Englisches, kann es durchaus auch etwas Amerikanisches sein. Ich sage damit nur, es ist etwas auf englischer Sprache im Original. Mensch, ich habe ganz schön lange zugebracht, die Gurken zu ernten und zu gießen, so dass Purpuri schon weg ist. Meine Traumfrau, ich stehe auch so auf pinke Haare. SpongeBob jedenfalls ist im Original nicht auf Deutsch. So, das mag jetzt vielleicht erschrecken, aber ist es nicht. Ist ja auch SpongeBob SquarePants und also nicht Schwammkopf, sondern Quadrathose eigentlich. Alles nicht so wichtig. Jedenfalls die Synchronisation, die Synchronisierung von Synchronisierung. Ach, ich habe keine Ahnung. Das eine hat was mit Synchron zu tun, was ich ja nicht meine, und das andere hat etwas mit Synchronisieren zu tun. Moment, Synchron machen heißt ja auch synchronisieren, aber wenn ich etwas einspreche, dann synchronisiere ich ja auch. Okay, ein bisschen kompliziert jetzt. Egal.
das SpongeBob ist ja im Originalen auf Englisch. Und die haben die Bewegung der Figuren darauf angepasst, dass sie etwas Englisches sagen. Das heißt, die Animateure, ich habe sehr große Probleme, gerade Worte zu finden. Die Typen, die die Animationen machen, haben ja Textvorgaben und wissen, was die Figuren sagen werden. Und dementsprechend können sie die Figuren animieren. Und es gibt irgendwie immer wieder ganz merkwürdige Pausen, was vor allem eigentlich nur in SpongeBob auffällt. Und das fällt auf eine Art und Weise auf, dass die Figuren wahrscheinlich an einem Satzende wären oder ein neues Wort sagen und zwischen dem Wort und dem vorherigen Wort ist aus irgendeinem Grund eine ziemlich lange Pause. Und dann kommt sowas zustande wie, sie sind ein glücklicher, glücklicher, glücklicher Glückspilz. Da ist eine deutliche Pause drin in der deutschen Synchro. Ich sage es einfach in der deutschen Synchro. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, was er auf Englisch sagt, aber auf Englisch macht die Pause wahrscheinlich Sinn. Ich kann es mir nicht anders erklären, aber sie muss einfach Sinn machen. Es kann gar nicht anders sein. Wir gehen jetzt schlafen, weil der Typ bezahlt ja auch, wenn wir nicht wach sind. Um das zu überprüfen, gucken wir nochmal. Was? 6000? 6610 G. Ist das nicht toll? Bodo mag mich zweimal. Da mag mich zweimal gern haben. Ist das nicht wunderbar? Zwei Herzen von Bodo. Für den Pesti. Ah, morgen regnet's. Na wunderbar, dann brauche ich morgen nicht gießen. Ha! Dann kann ich ja. Brauche ich ja nur in den Wald gehen. Dann sage ich Pupuri nochmal guten Morgen und dann hat sich das für den Tag. Das ist immer ganz wunderbar. Das freut mich, weil die Farm dann nicht stehen bleibt vom Fortschritt und wir trotzdem ein bisschen Fortschritt im Video machen, denn die Serie scheint sich ziemlich hinzuziehen, ohne dass wir wirklich Fortschritt machen. Ich meine, es ist gerade mal der 19. Frühlingstag. Es ist nicht sonderlich viel, wir kommen nicht wirklich vorwärts hier. Ich bin sowas von weggedriftet. Ich habe keine Ahnung, was ich gesagt habe. Ich bin gerade ein bisschen abgelenkt. Ich überlege, ob wir vielleicht schon Hühner kaufen sollen. Es ist jetzt eigentlich wieder ein Problem, weil ich müsste dann ja auch Hühnerfutter kaufen. Und Hühnerfutter ist jetzt wieder so eine Sache, das ist natürlich eine kontinuierliche Ausgabe. Und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass Tiere sterben, wenn ich sie einen Tag nicht füttere. Das passiert ja auch nicht, wenn Sturm ist und ich nicht rausgehen kann. Sowas gibt es auch. Da ist irgendwie so ein Schneesturm, so ein Blizzard oder ein Tornado vor der Tür und dann kann man nicht rausgehen. Und dann kann man auch seine Tiere nicht füttern. Wir gucken mal, 8090, er hat brav bezahlt. Wie wird das Wetter morgen, Wettertussi? Sag mal Bescheid. Wie wird's? Sonnig. Ich hätte Tussi nicht sagen sollen. Ich entschuldige mich dafür. Ja, jedenfalls dieses Hühnerfutter, das wird eine tägliche Ausgabe sein. Und ich weiß nicht, was das täglich kostet. Wir müssen durchaus ansparen, um uns das leisten zu können. Ich weiß auch nicht, wie teuer ein Huhn ist. Da 3 Gurken und Kartoffeln. Ach du, und Rüben. Du lieber Himmel. Da kriegen wir aber den dicken Reibach. Das machen wir einfach heute. So, was soll's. Und ich habe gelogen, ich kann Pupuri, meiner Liebe des Lebens, nicht guten Morgen sagen, weil im Regen kommen die feinen Damen nicht heraus. Ich weiß nicht, wie das im Winter ist, wenn es schneit. Also, ich bin mir da nicht so sicher, ob sie dann nicht rauskommen, wie wenn es regnen würde, oder ob sie rauskommen, weil normaler Schneefall ohne sonderlich viel Regen nicht so unangenehm ist, ohne sonderlich viel Wind nicht so unangenehm ist wie Regen. Ich meine, wenn es regnet, dann geht eigentlich keiner gerne raus. Man sagt ja nicht umsonst Hundswetter, das ist eigentlich was Unangenehmes, wenn es regnet und man hat keinen Schirm oder eine Kapuze oder sowas. Das mag man aus irgendeinem Grund nicht. Aber wenn es schneit, denn hat man nicht weniger Lust rauszugehen. Das ist irgendwie, ich meine, man wird ja genauso nass eigentlich. Oder nicht genauso nass, aber schon nass. Ich meine, das schmilzt ja irgendwann. Dann kommst dann in die Wohnung rein und hast überall die Schneeflocken klemmen. Und dann schmelzen die und du wirst ja trotzdem genauso nass. Oder wenn man in irgendein Laden reingeht, in ein Geschäft und man hatte so eine schöne Winterjacke an, mit Kapuze natürlich. Und man hat natürlich die Kapuze nicht aufgesetzt, weil so ein paar Schneeflocken auf dem Kopf, die tun ja nicht weh, ne? Die bringen einen nicht um, das ist nicht so dramatisch. Die kann man sich ruhig auf den Kopf schneiden lassen. Nur weil es schneit, setzt man ja keine Kapuze auf. Wenn es nicht windig ist, dann ist es ja auch nicht wirklich kalt. Ich finde immer, wenn es schneit, ist es bei weitem nicht so kalt, wie wenn man die gleiche Temperatur hat, aber es nicht schneit. Ich weiß auch nicht, wenn draußen 5 Grad sind und es ist November und windig, dann friere ich viel mehr, als wenn wir minus 10 Grad haben und es hat geschneit. Ich weiß auch nicht, warum. Irgendwie wird alles da ein bisschen ruhiger und friedlicher durch. Ist auch alles egal.
Wenn man jedenfalls mit seiner coolen Winterjacke durch die Stadt stolziert, so zum Beispiel durch die Hauptstadt, und dann hat man natürlich noch eine Kapuze an seiner krassen Winterjacke, und weil man selber so krass ist, denkt man sich, hä, ich lasse es mir mal auf den Kopf schneiden, ich bin ja krass, da kann ja nichts passieren. Da läuft man da durch die Hauptstadt und die Kapuze füllt sich so langsam mit Schnee. Und das ist ja auch in Ordnung, wir haben ja Minusgrade draußen, ne, und da passiert ja gar nichts. Und dann ist die Kapuze voll mit Schnee. Und dann geht man in irgendein krasses Geschäft rein, was die eigene Krassheit noch so ein bisschen unterstützt und hervorhebt, damit man halt im Allgemeinen noch ein bisschen krasser wird, ne? Das muss ja einfach noch ein bisschen verstärkt werden. Ich meine, ich wollte ich jetzt schon sagen, man kann sich ja nicht auf die eigene Krassheit verlassen, sondern muss noch dafür sorgen, dass das, wo man sich umgibt und mit wem man sich umgibt und was man tut und so, dass man dadurch in seiner Krassheit nochmal bestärkt wird. Und dann geht man da rein und dann schmilzt der Schnee in der Kapuze. Und aus irgendeinem Grund rastet dann irgendein Zahnrad im Hirn aus. Oder, keine Ahnung, oder eine Sicherung knallt durch. Irgendwas in dem Hirn passiert dann. Und dann hat man echt verloren. Oder vielleicht fängt plötzlich so ein Schneesturm an oder es stürmt generell. Und man muss die Kapuze aufsetzen. Und das passiert ständig. Und dann ist verdammt nochmal der Schnee in der Kapuze geschmolzen und du hast praktisch so eine halbe Tasse Wasser in der Kapuze und dann setzt du dir die auf. Das ist scheiße. Ich meine, das ist auch blöd, wenn man vorher nicht in ein Geschäft gegangen ist. Weil, wir müssen dem Bürgermeister heute seine Gurken geben. Weil dann schmilzt der Schnee halt durch die Wärme des eigenen Kopfes. Ich meine, okay, man mag sich ja vielleicht ein bisschen unterkühlen, wenn man keine Mütze auf hat. Aber warm genug, dass der Schnee schmilzt, ist der Kopf allemal immer noch. Und das ist irgendwie immer ziemlich blöd. Schnee in der Kapuze ist doof. Okay, morgen um 10 Uhr beginnt das Kochfest auf dem Dorfplatz. Komm doch vorbei, wenn du ein selbstgemachtes Gericht mitbringst, kannst du auch am Wettbewerb teilnehmen. Was für ein merkwürdiger Satz. Ja, natürlich, klar. Was ganz merkwürdig ist, der wollte am Tag vor dem Kochfest 3 Gurken. Nein, wollte er 3 Rüben haben? Och, weißt du was? Ich wollte jetzt gerade sagen, es ist merkwürdig, weil wenn man zu dem hingeht, dann nimmt er die entgegen wie ein nettes Geschenk. Der freut sich darüber und sagt Danke. Aber er sagt nicht, oh, das ist ja genau das Richtige, was ich jetzt für das Kochfest brauche. Das sagt er nicht. Und das verwirrt mich durchaus, weil es denn dadurch immer so erscheint, als hätte ich ihm das Falsche gebracht. Als wäre das nicht das, was er braucht. Und als wäre das einfach so ein normales Geschenk. Ich meine, ein normales Geschenk zu geben, ist ja auch nichts Schlimmes. Es ist ja in Ordnung. Aber es erscheint mir irgendwie nie wie das, was er eigentlich wollte. Selbst wenn ich es richtig gemacht habe und selbst wenn ich aufgepasst hätte. Ich habe aber nicht aufgepasst. Oder besser gesagt, ich habe es vergessen, seit ich einen Monat nicht mehr gespielt habe oder so. Aber ein Geschenk ist ja trotzdem immer gut. Wir nehmen jetzt einfach mal an, der erwartet jetzt, dass wir ihm 3 Rüben bringen. Oder vielleicht auch 3 Kartoffeln, keine Ahnung. Er fragt immer noch irgendetwas, was man auf seiner Farm hat und was auch noch vor dem Kochfest wachsen wird. Also so fair ist das Spiel, es gibt einem die Chance, dass man es überhaupt noch anpflanzen kann. Der sagt nicht 3 Tage vor dem Kochfest, ich will 5 Kartoffeln haben und dann brauchen die aber 4 Tage zum Wachsen und du hast keine angepflanzt. So ist es nicht. Jedenfalls, der will immer irgendetwas von der Farm und ich glaube fast, es sind Rüben. Aber jetzt nehmen wir einfach mal an, der wartet auf seine Rüben. Und der ist jetzt schwer enttäuscht, wenn wir sie ihm nicht bringen. Und dadurch sinken wir in seiner Gunst. Er ist wütend auf uns. Oder er mag uns halt nicht mehr so sehr. Und jetzt nehmen wir mal an, wir gehen jetzt da mit den Gurken hin und er freut sich über die Gurken. Einfach weil es ein nettes Geschenk ist. Obwohl er eigentlich was anderes haben wollte. Aber es ist nach wie vor trotzdem ein nettes Geschenk. Und vielleicht kann man damit in seine Gunst wieder steigen. Vielleicht so viel, dass es sich ausgleicht. Wenn man ihm das Richtige gebracht hätte, dann müsste sich natürlich nichts ausgleichen. Dann würde man sowieso nur steigen in seiner Gunst. Aber so auf diese Art und Weise kann man die verlorene Gunst vielleicht wiederherstellen. Ich weiß doch auch nicht. Das ist verschlossen wahrscheinlich, weil der Bürgermeister irgendwo auf Wanderexkurs ist. Wir warten jetzt mal bis 10 Uhr und hoffen, dass der dann kommt und die Tür offen ist. Immer noch nicht offen. Ich bin der Meinung, das ist sein Haus. Ne? Das ist, glaube ich, das Haus von Ellen. Also von der alten Frau im Rollstuhl, würde ich schon so sagen, im Schaukelstuhl. Genau, das ist Ellen. Hallo? Hallo, Pesti. Es wird wärmer. Stu zeigt mir jeden Tag irgendeinen Käfer, der gerade aus dem Boden gekrabbelt ist. Ich weiß gar nicht, warum ich so geredet habe. Klang das wie eine alte Frau? Nein, das klang wie einer im Stimmbruch. Ich bin nicht im Stimmbruch. Hallo, Pesti. Ach Mann, Donnerwetter, mehr hast du nicht zu sagen. Das ist aber sehr interessant. Ich werde jetzt jeden Tag zu dir kommen und mir dein Hallo, Pesti anhören. Mal gucken, was du morgen zu sagen hast. Nein, werde ich nicht. Warum ist denn hier diese dumme Tür jetzt zu? Ist das überhaupt das Haus vom Bürgermeister? Wie kriege ich denn das raus? Kriege ich das irgendwie? Steht das irgendwo?
Warum steht es hier nirgendwo? Doch, ich glaube, das ist das Haus von Bürgermeister. Ellen saß mit dem Schaukelstuhl vor der Haustür. Da ist der Bürgermeister. Halt! Hallo, Pesti. Na, da haben wir ein tolles Wetter heute. Ja, Donnerwetter, es gibt ja nur zwei Wetterarten. Ellen und ich essen am Wochenende immer Apfelkuchen. Wir beide lieben den Apfelkuchen, die es im Gasthof gibt. Okay. Hier, nimm eine Gurke. Oh, vielen herzlichen Dank. Nimm noch eine Gurke. Oh, vielen herzlichen Dank. Nimm noch eine Gurke. Oh, vielen herzlichen Dank. Guck mal, der freut sich darüber. So, wunderbar, jetzt hast du drei Gurken. Ich weiß, du wolltest drei Rüben, aber scheiß dich jetzt mal drauf, du kriegst drei Gurken. Und wenn du vier Kartoffeln haben wolltest, egal, hier, friss drei Gurken. Ich schmeiß dich mit Gurken kaputt, Alter. Und dann liegst du am Boden und wunderst dich, was passiert ist. Oh, ich wollte doch von einer Kartoffel getroffen werden. Nein, hier, friss Gurke, Mann. Ja, und dann wunderst du dich, was passiert ist. Und ich sag dir, was passiert ist. Pesti ist gekommen. Und hat dich mit Gurken kaputt geklatscht. Nein, weißt du, Pesti ist passiert. So, Pesti ist passiert. Ist das nicht großartig? Ja, Pesti ist passiert. Ich wundere mich nach wie vor über diese merkwürdigen Bambussprossen. Sie sehen... Oh, Leckalarm! Sie sehen einfach nur unglaublich merkwürdig aus. Ich kann mir nicht helfen. Es sieht merkwürdig aus. Vielleicht hätte ich die drei Gurken auch einfach hier ins Wasser schmeißen sollen, um die Erntegöttin zu besänftigen. Nee, irgendwie muss man... Ach, ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich weiß nicht mal, wo die Powerberries sind. Irgendwie muss man... Ihr könnt es mir wieder in die Kommentare schreiben, aber ich werde es bis zum nächsten Mal wieder vergessen und wieder falsch sagen. Mal irgendwas muss man mit drei Gurken machen. Und irgendwas anderes muss man mit vier Sachen vom Feld machen. Oder mit vier Gurken oder drei zufälligen Sachen vom Feld. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwie muss man oben auf den Mutterberg gehen und da drei Gurken reinschmeißen. Vielleicht auch vier Gurken. Vielleicht war es auch irgendwas vom Feld. Ich weiß es nicht mehr. Und dann kommt da die Erntegöttin raus und gibt ihnen eine Powerberry. Und woanders, glaube ich, an diesem Fluss hier, muss man einfach nur so irgendwas reinwerfen. Oder vielleicht da die drei Gurken. Oder vielleicht vier Gurken. Was weiß ich denn? Ich habe keine Ahnung. Ich bin da kein Gurkenchemiker. Biologe. Keine Ahnung. Ich bin doch kein Gurkist. Warum hing das da? Also ich habe keine Ahnung von Gurken oder irgendwelchen Erzeugnissen. Ich weiß gar nicht, warum ich Bauer bin. Hilfe, holt mich hier raus. Ich bin ein Städter, holt mich hier raus. Ja, natürlich wird morgen schönes Wetter. Morgen ist ja auch das Kochfest. Also wir werden bald einen Huhn kaufen. Habe ich gerade entschlossen. Ja, da war ja ein Räusperer drauf. Das ist Pesti Unplugged. Da habe ich mich jetzt so dran gewöhnt, immer zu editieren. Da habe ich mich nicht mehr dran gewöhnt, Pesti Unplugged zu spielen. Weil da muss ich mich ja vorher husten, räuspern. Nicht wahr? So ein bisschen. So. Okay. Nix passiert. Hallo, Hund. Wir werden jetzt erst einmal hier nochmal gießen. So, denn auch wenn Feiertag ist, werden wir trotzdem alles gießen. Und wir werden jetzt auch nochmal... Ach nee, Quatsch. Die Sachen, die wir jetzt aus dem Wald holen... Die Sachen, die wir jetzt aus dem Wald holen, werden ja nicht abgeholt, weil der Typ Sekt selber gerne feiert. Aber ihr habt gesagt, es bleibt in der Tonne und wird am nächsten Tag abgeholt. Das werde ich mit den Sachen im Wald jetzt einfach mal riskieren, aber das riskiere ich nicht mit meinen Crops, die hier sind. Denn ich habe nichts davon, wenn ich die heute ernte, im Gegensatz dazu, wenn ich sie morgen ernte. Weil die blockieren mir da nichts, sie können da ruhig noch einen Tag stehen bleiben. Deshalb ignoriere ich die erst einmal. Ich werde sowieso aktuell gerade ziemlich viel Geld haben. Vielleicht kaufen wir uns sogar gleich zwei Hühner. Ich muss das mal ein bisschen durchkalkulieren, ein bisschen Banking betreiben hier und gucken, ob wir uns auf Dauer zwei Hühner leisten können. Ich weiß nicht, was Hühnerfutter kostet. Ich bin der Meinung, es ist teurer als Kuhfutter. Weil Kuhfutter oder Schaffutter, das ist beides das Gleiche, das ist ja nur geschnitten Gras. Verkauft sich wie geschnitten Gras. Und das ist, glaube ich, 10G pro Portion. Aber für Hühner ist es Mais. Und das ist, glaube ich, 20G pro Portion. Das heißt, jeden Tag muss ich 20G für ein Huhn ausgeben. Das heißt, 40G für zwei Hühner. Ich weiß nicht, ob ich mir das leisten kann. Das müsste eigentlich nur bedeuten, ich muss jeden Tag 20 bzw. 40G erwirtschaften. Mindestens. Aber das tue ich schon, indem ich einfach nur das Zeug aus dem... Ja, natürlich kann ich mir das leisten. Also das ist gar kein Problem. Das kann ich mir leisten, das ist kein Ding. Ich erwirtschafte mehr als das pro Tag. Alleine durch das, was ich alles aus dem Wald hole. Das ist überhaupt gar kein Problem. Wir werden morgen zu Popuri gehen und Hühner kaufen. Ja, wahrscheinlich nicht direkt zu Popuri, weil die uns keine Hühner verkauft. Die verkauft uns ihre Mutter. Und die heißt Mutter. Ja, ich weiß nicht, wie die heißt. Wenn ich sage, jemand heißt Mutter, dann muss ich an zwei Spiele denken.
Erstens natürlich ein Jade Empire und die Mutter der Kannibalen. Ich hoffe, das Video ist schon draußen. Ja, ich glaube schon. Und dann muss ich an God of War 2 denken. Wo wir die Zeit verstellen konnten am Rad des Lebens. Nee, an diesen Schicksalsfäden. Aber ich glaube, die da war, dieses große Monster mit den vielen Armen, ich glaube, die hieß auch Mutter. Ich weiß nicht warum. Wenn ich mich irre, weiß ich auch nicht, warum ich darauf komme, dass die Mutter heißt. Aber ich bin der Meinung, die heißt Mutter. Ich muss das unbedingt nochmal spielen. Jetzt ändert sich die Musik. Immer ganz großartig. Mit Popuri reden wir natürlich zuletzt. Oh nein, ist egal. Für ein gutes Menü zieht man auch gesundheitliche Aspekte in Erwägung. Aber bei nur einem Gericht ist das schwer. Natürlich, weißt du? Zucker ist schlecht und Fett auch. Ja, dann trinke ich halt für den Rest meines Lebens nur noch Wasser. Macht mich bestimmt gesund. Vollidiot. Anne's ist fantastisch. Sie macht immer etwas ganz Herrliches. Boom. Haha, Pupuri liebt mich! Ja, Mann! Ach, das war ein bisschen lauter, als ich erwartet hatte. Als ich vorhatte. Die meisten meiner Gerichte sind ganz einfach zu kochen. Schwarzes Herz. Das heißt, verpiss dich, ich hasse dich. Die Leute bringen mir ständig etwas zu essen, daher kann ich auch sagen, wer was gekocht hat. Ja, als Pater vielleicht als Dankeschön, ne? Wenn die alle kochen können, doch von mir aus. Ich bin wieder der einzige männliche Teilnehmer. Ja, du bist ja auch Duck von Gasthof und Kochen ist Teil deines Berufes. Ich achte auch auf die Kalorien. Ja, natürlich, du wiegst ja auch nur 20 Kilo. Ansonsten brechen dir noch die Knochen, weil du zu schwer bist für die kleinen Äste. Hallo, ich backe... Wo kommt das her? Ich backe sehr gerne Kuchen, aber was ich sonst koche, gerät weniger gut. Naja gut, man kann ja auch von Kuchen überleben, ne? Tu dich doch mit dem Arzt zusammen, dann lebt ihr von Kuchen und Wasser. Das ist doch mein Leben. Das Wichtige ist doch, etwas zu kochen, das die Leute gerne essen. Na klar, schwarzes Herz, ich verpiss mich schon. Ich bin schon weg, danke sehr. Lanas Kuchen sind immer gut. Ja, weißt du, auf dem... Okay, Moment, es ist das Kochfest. Und Lana da unten, das ist die... Frau... Oh Gott, wo gehört die hin? Ich weiß nicht, wo die hingehört. Ich glaube, das ist die Mutter von Anne, von der hier. Das heißt, das ist die Frau von Doug aus dem Gasthof. Oder? Ich weiß nicht, wo ich Lana jetzt hinpacken soll. Ich meine, es ist das Kochfest und sie sagt, sie kann nicht kochen, sondern nur backen. Der sagt, die Kuchen sind gut und auf dem Teller, da sind Donuts. Oder Pfannkuchen. Also, keine Ahnung. Ich blick da nicht so ganz durch. Im Gasthof wird wirklich gut gekocht, daher bin ich sicher, dass Duck oder Anne gewinnen werden. Okay, also es ist nicht ihre Mutter. Ich bin der Meinung, ihre Mutter ist gar nicht da, oder? Ich hätte die jetzt fast zu dem Alkoholiker. Der ist ja gar nicht da. Ich hätte die fast zu der Weinfarm gesteckt, aber das ist die da oben in dem blauen Kleid. Das hier ist, Karens Mutter. Ich bringe Karen das Kochen bei, aber sie ist noch nicht besonders gut. Ich frage mich, weshalb sie unbedingt am Kochfest teilnehmen wollte. Ja, aber Karens Vater kenne ich nicht. Das ist die Weinfrau. Ich habe etwas nach Art meiner Mutter zubereitet. Weil ich es so häufig mache, bin ich zuversichtlich. Und diese voll verkohlt Schlangenfraß, übergut. Ich versuche mein Bestes. Ja, aber du kannst es einfach nicht, Mädchen. Hör auf. Meist esse ich das komische Zeug, das ich koche, selbst. Das ist ein Tag der Freude. Ja. Ja, genau. Das komische Zeug, was du selber kochst, musst du selber essen. Das nimmt dir keiner ab. Ich weiß nicht, wer die ist. Wo gehörst du hin, Mann? Ich kann dich nirgendwo hinstecken. Ich komme nicht drauf. Sagt die noch irgendwas Nützliches? Hallo, ich backe sehr gerne Kuchen, aber was ich sonst koche, gerät weniger gut. Ich weiß nicht, wo ich die hinstecken soll. Ich habe keine Ahnung, wo die hingehört. Vielleicht kann mir das einer in den Kommentaren schreiben. Wo gehört dieser Charakter hin? Wo ist die in ihrem alltäglichen Leben? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo ich die hinstecken soll. Ich glaube, ich habe die noch nie außerhalb von Festen gesehen. Die gehört auch auf keine Farm. Die ist auch nicht im Krankenhaus und auch nicht in der Kirche. Und auch nicht im Supermarkt. Ich habe keine Ahnung, wo die hingehört. Ich habe keine Ahnung, Mann. Na schön. Hallo? Hast du ein Gericht mitgebracht, um am Wettbewerb teilzunehmen, Pesti? Nein, habe ich nicht. Oh, es ist trotzdem interessant zu verfolgen, wer gewinnt. Können wir anfangen? Ja, nur zu. Okay, bitten wir den Feinschmecker, den Gewinner zu küren. Weißt du, ein Feinschmecker muss nicht unbedingt dick sein. Guckt euch mal, wie heißt sie? Natalie Lump. Die ist Sommeliere und Feinschmecker. Die ist auch nicht dick. Also es ist ein bisschen albern. Okay, guckt euch Rainer Kallmund an.
Oder guckt euch Heinz Hormann an. Der ist auch nicht dick. Durch die sparsame Würzung kommt der wahre Geschmack der Zutaten durch. Das hier ist sehr gut. Sparsame Würzung. Mieser Schlangenfraß jetzt. So etwas wie das hier habe ich noch nie gegessen. Was ist noch nur, ist doch nur verkohlt, Mann. Geht schon klar, weißt du? Da muss man jetzt nicht gleich rumweinen. Oh, das hier hat genau die richtige Süße. Es ist sehr gut. Vor allem das hier hätte wenigstens sagen können, was es ist. Meisterlich, wie ich erwartet habe. Das hier ist sehr gut. Er hat schon ein paar Mal sehr gut gesagt. Es sieht einfach aus, aber es hat einen sehr komplexen Geschmack. Sehr gut. Er hat nur sehr gut gesagt. Naja. So, wer hat jetzt gewonnen? Habe ich was davon, wenn ich weiß, wer gewinnt? Meine Güte, was war das denn? Gibt es irgendwie Grund zum Feiern? Fragen wir nun den Feinschmecker, wer der diesjährige Gewinner ist. Ja? Ja, nun, der Gewinner ist Dark. Mein Glückwunsch, Dark. Gibt es eigentlich auch ein Schweißerfest? Weil da gewinne ich. Du bist eben doch der Küchenchef des Gasthofs. Es war eine meisterliche Leistung. Glückwunsch. Was für eine erstaunliche Wendung, dass der, dessen Beruf es ist zu kochen, bei einem Kochfest gewinnt. Donnerwetter. Natürlich habe ich nicht gewonnen. Ich koche sehr gerne, aber vielleicht sollte ich nicht in alles Alkohol tun. Na schön, das wäre ein Grund, warum es verbrennt, aber nicht ein Grund, warum es nicht schmeckt. Nee, da redet ihr mit dem Falschen. Das ist seltsam. Ich habe nur die besten Zutaten benutzt und war der Ansicht, alles sei gut gelungen. Wenn ich wüsste, wer du bist, verdammt. Vielleicht ist sie die Mutter der Kleinen aus der Bücherei. Oh, verflixt, ich habe nicht gewonnen. Ich habe mich so sehr bemüht, alles für heute vorzubereiten. Unser Wein wird sich nicht schlechter verkaufen. Von daher macht es nicht viel aus, aber trotzdem. Ja, natürlich. Was, du kannst nicht kochen? Bei dir kaufe ich keinen Wein mehr. Ist doch logisch. Hey, ich vermute, ich bin meinem Papa einfach unterlegen. Aber ich werde es nächstes Jahr wieder versuchen. Naja, ist doch was. Hat doch was. Hast du das gesehen? Tja, mit Kochen verdiene ich meinen Lebensunterhalt. Also liefe etwas falsch, wenn ich nicht gewinnen würde. Ja, wahrscheinlich schon. Eines Tages werde ich dich besiegen, kleiner Mistkerl. Dann werde ich das ganze Jahr über Ressourcen ansammeln. Hat es dir Spaß gemacht? Ein besonderer Reiz des Kochfestes besteht darin, dass jeder Erzeugnisse aus dem Dorf verwendet. Ja, von wo auch sonst. Es gibt ja nicht mal einen Weg außerhalb des Dorfes. Da rechts ist ein Meer und ringsum ist Wald. Du brauchst den Helikopter, um hier rauszukommen. Entschuldigung. Ich liebe die... Warte, was hat er gesagt? Hallo, sag's nochmal. Ich liebe dieses Fest, weil ich weiß, dass alle ihr Bestes geben. Ich verstehe gar nicht, warum das so laut ist. Ich habe gar nicht so laut gesagt. Ach, keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum das so laut wird. Es tut mir leid. Wenn alles vorbei ist, freue ich mich auf eine Schüssel mit dampfendem Reis und einem Umeboshi obendrauf. Was? Zum Geier ist ein Umeboshi. Weißt du, was ein Umeboshi ist? Nein, erzähl's mir. Warum sagt er es mir nicht? Wenn er fragt, ob ich weiß, was es ist, warum sagt er mir denn nicht, was es ist, wenn ich es nicht weiß? Ich kann auch kochen, aber ich esse allein. Deswegen achte ich nicht so auf den Geschmack. Das heißt aber, du kannst nicht kochen. Ich meine, jeder kann kochen. Nein, das ist falsch. Jeder kann Sachen zusammentun und sagen, ich habe gekocht. Aber wenn es nicht schmeckt, dann ist es nicht gekocht. Also, nee, das ist eine falsche Formulierung, Mann. Wenn du nur Sachen machst, die nicht schmecken und die total scheiße werden, dann kannst du nicht sagen, ich kann kochen. Nein, du kannst nicht kochen. So. Karen hat wieder verloren. Ich nehme an, das Wunder nicht wirklich geschehen, oder? Ja, das ist Karens Mutter. Karens Vater ist auch verschollen. Ach Mann, ich weiß nicht. Zu schade, ich habe Lana geholfen, indem ich wer weiß, wie lange ihre Kuchen gegessen habe. Was? Das verstehe ich nicht. Das hat Spaß gemacht. Es sind nur immer die gleichen Leute dabei. Nicht, dass ich selbst mitmachen wollte, nein. Na gut, dann halt nicht. Oh, ich bin hungrig. Ich werde in den Gasthof gehen und sie bitten, mir etwas zu kochen. Aber du musst bitten. Und nur wenn sie unglaublich gnädig sind, werden sie es tun. Meine, du gehst da als Gast rein. Wie kannst du es nur wagen zu erwarten, dass sie dir etwas kochen? Du solltest dich schämen. Gib dir selber eine Backpfeife, wenn du nach Hause gehst, du verdammter Dreckskerl. Wenn du einmal das Essen hier im Dorf probiert hast, möchtest du nirgendwo anders mehr essen. Nein, natürlich nicht. Ich bin ja hier auch eingesperrt. Bitte holt mich raus! Ich bin ein Städter, holt mich raus, habe ich schon zweimal gesagt.
Ich habe keinen ausgeprägten Geschmackssinn, daher könnte ich nicht sagen, welches Gericht das beste war. Das ist immer so komisch, wie ganz viele Leute immer sagen, ich kann das nicht richtig oder ich kann den Sinn nicht richtig, ich habe keine tolle Größenwahrnehmung, wie kann man denn sowas immer sagen? Jeder hat irgendwas, oh, ich bin laktoseintolerant. Wie kann denn das sein, dass jeder irgendwas hat? Ich vertrag keine Nüsse. Weg mit den M&Ms. Ich verstehe das nicht, wie kann denn jeder Mensch irgendwas haben? Ich habe nichts. So. Ich wollte auch teilnehmen, aber Lana reicht immer den Kuchen ein, den ich gut backen kann. Wie wär's, wenn du nächste Mal den Kuchen selber backst und dann noch eine extra Prise Liebe reintust? Und dann wird er besser. Na schön, gehen wir mal heim. Ab nach Hause ohne Pause. Das hat Spaß gemacht. Tja, lass uns wieder an die Arbeit gehen. Niemand würde auf ein Dorffest gehen und danach auf der Farm arbeiten. Was bist du denn für ein kranker Workaholic, Mann? So, es ist Sonntag, 6 Uhr abends. Und morgen wird es sonnig. Wunderbar. Und damit verabschiede ich mich von dieser, von diesem Pesti Unplugged. Es waren wieder nur 3 Tage. Ich weiß auch nicht. Es ist immer ziemlich wenig. Vielleicht kann ich davon in Zukunft mehr machen. Sagt mir, wenn ihr mehr sehen wollt. Ich hatte immer nur Glenwans Sticheleien gehört. Die waren aber privat, nie öffentlich. Nein, heute waren sie öffentlich. Am 17. November hat er gefragt, wann kommt wieder Harvest Moon? Und ich habe geantwortet, wenn der Mond platzt. Tja, guckt mal raus, er ist geplatzt. Das war Harvest Moon, das war Pesti Unplugged. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.